Ja, vielen Dank, Birgit. Ich bin gespannt. Referent ist natürlich zu viel gesagt, ne? Also heute ein bisschen anderes Format. Ich schmeiße ein paar Thesen rein und hoffe, dass wir da eine spannende Diskussion kriegen. Also das wird nicht so sein, dass ich 45 Minuten hier einen Vortrag halte und Sie alle dann geplättet nach Hause gehen, sondern wir versuchen das mal neu mit interaktiven Elementen ein bisschen eine Diskussion anzuregen. Ein kleines Intro vorneweg. Ja, heute, ne, Thema 10 die Thesen zur Digitalisierung an Hochschulen. In der Vorbereitung habe ich gemerkt, um Gottes Willen, 10 Thesen sind ja viel zu viel für 45 Minuten netto, die man so hat. Deswegen haben wir das heute ein bisschen anders aufgezogen, aber wir gucken mal, ob es funktioniert. Worum geht es mir heute? Mir geht es so ein bisschen darum, dass wir in Diskurs kommen, also dass wir uns unterhalten über was funktioniert gut, was sind Erfolgsfaktoren für Digitalisierung an Hochschulen, was funktioniert vielleicht nicht so gut, was sollte man lieber sein lassen. Ich will ein paar Mythen zerkloppen, sage ich mal so, und da vielleicht was Neues mit aufbauen. Das alles wird nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Also das sind jetzt sehr subjektive Thesen, eine sehr subjektive Auswahl. Wenn Sie da eine 11. oder 12. These haben, dann bringen Sie die gerne mit ein. Also wir wollen das heute gemeinsam hier erarbeiten und vielleicht auch zu neuen Erkenntnissen kommen. Und ein letzter Hinweis noch, ich werde ein paar Beispiele aus der Wirtschaft bringen, aus dem Wirtschaftsleben. Da möchte ich so ein bisschen an Ihre Toleranz appellieren. Also verteufeln Sie das nicht gleich, nur weil Sie jetzt im Hochschulkontext arbeiten oder so. Ich glaube, ein paar Sachen kann man übertragen, nicht alles, aber einige Sachen. Und man kann da auch ein bisschen was daraus lernen, sozusagen für die Hochschulsysteme. So. Ansonsten, ja, bleiben Sie entspannt und locker und ich freue mich auf eine schöne Diskussion. Wie wir es schon angekündigt hatten, 10 Thesen sind viel zu viel für 45 Minuten. Deswegen haben wir uns gedacht, wir stellen Ihnen das mal frei zu entscheiden, worüber wir heute diskutieren wollen. Also, wir haben uns natürlich vorbereitet auf verschiedene, ja, Sachen. Und sind aber gespannt, wofür Sie sich jetzt entscheiden. Also Sie können jetzt über das Programm mitbestimmen. Und dazu gibt es jetzt eine kleine Abfrage, das sage ich vorweg. Lesen Sie sich erstmal ganz in Ruhe die 10 Thesen durch und entscheiden Sie dann für sich, worüber möchte ich heute mit den anderen diskutieren. Und dann machen Sie die Abstimmung und wir fangen dann an mit den Top 3 oder 4 oder 5 und gucken mal, wie weit wir kommen. Das ist so der Plan heute. Also einmal die Abfrage lesen und gerne abstimmen. Jeder hat mehrere Abstimmmöglichkeiten, also jeder kann mehrere anklicken. Wir haben das nicht begrenzt. Genau. Wir werden das jetzt auch nicht vorlesen. Also lesen Sie es selber in Ruhe durch. Manche Sachen sind vielleicht ein bisschen provozierend. Bei manchen Sachen hat man vielleicht schon eine Vorstellung. Da denkt man, okay, muss ich nicht nochmal drüber sprechen oder so. Wir sind auf jeden Fall für alle Pfade hier vorbereitet und fangen dann sozusagen mit den meist gewoteten an. Ja, man hat natürlich selber so ein paar Favoriten, aber ich nehme jetzt nicht an der Abstimmung teil mit meinen 10 Accounts hier. Birgit, hast du denn einen Favoriten oder was dich am meisten interessiert? Ja, das ist also ich finde die Nummer 2 finde ich interessant, würde ich gerne darüber diskutieren. Aha. Flexibilität und Agilität finde ich auch interessant. Das sind so die beiden. Ah ja, damit liegst du im Trend so ein bisschen, wenn ich das so beobachte. Ich glaube, jetzt alle haben so ein bisschen sich eine Meinung gebildet, abgestimmt, ein bisschen wechselt es noch, aber
Ich würde sagen, wir frieren das jetzt mal ein. Kannst du das machen? Ja, Gerne. na klar. So, jetzt können Sie nicht mehr abstimmen. Super. Und wir haben einen klaren Gewinner. Die These Nummer 6. Damit geht's los. Jetzt haben wir von Rainer eine Rückmeldung. Es fällt mir schwer zu trennen zwischen Dingen, denen ich zustimme und Dingen, über die ich diskutieren möchte. Genau, heute geht es um Diskussion. Genau. Und damit starten wir, würde ich sagen, mit These Nummer 6. So, es gibt einen kleinen Input und dann wollen wir diskutieren. Sie haben jetzt, wundern Sie es nicht, Sie haben unten jetzt einen neuen Chat. Das ist jetzt der explizit nur für diese These. Und in dem kleinen Fenster oben rechts wollen wir so ein bisschen die Ergebnisse der Diskussion sammeln. Jetzt muss ich mal gucken, die Folie war ja noch gar nicht auf der 1. Egal. So. These Nummer 6. Digitalisierung braucht einen Plan. Könnte eigentlich eine Trivialität sein. Das Problem ist nur, die Realität kommt immer dazwischen. Also es geht so ein bisschen um das, was man jetzt so Land auf Land ab als Digitalisierungsstrategie hört. Also es gibt einige Organisationen, die jetzt anfangen, Strategien für Digitalisierung zu entwickeln, auch zu publizieren, und auch die Hochschulen haben sich da schon auf den Weg gemacht. Wenige haben eine, fast alle brauchen eine. Es gibt Workshops dazu, Beratung. Man kann sich da externe Experten reinholen. Und die spannende Frage ist an der Stelle, warum befassen wir uns jetzt gerade mit Strategien? Also warum ploppt das jetzt so auf? Und das hängt so ein bisschen nach meiner Meinung damit zusammen, was Digitalisierung mit uns macht. Also das ist so ein gesellschaftlicher Prozess und der löst was in uns aus. Und das kann man sehr schön mit diesem Bild verdeutlichen. Das ist sozusagen Disruption und Verunsicherung. Also da ist was Neues am Horizont, das stellt so ein bisschen das Althergebrachte in Frage. Man kann es noch nicht so richtig einordnen, man hat vielleicht auch gar nicht die Kriterien, um das einzuordnen. Und man weiß nicht so richtig, wohin geht denn die Reise. Und das sorgt dafür, dass das Interesse an Strategien wieder steigt. Also verunsicherte Menschen haben ein höheres Interesse an Strategien. Menschen, die sich eher sicher sind, die interessieren sich mehr für Pläne. Und in Zeiten der Industrialisierung waren Pläne eine ganz tolle Sache. Da ging es eigentlich immer nur darum, wie kann man noch mehr von dem bekommen, was man schon hat. Der Begriff der Strategie geht ja eigentlich auf den militärischen Kontext zurück. Also gibt dieses Buch von Karl von Clausewitz von 1832 vom Kriege. Und das hatte aber immer so einen exklusiven Charakter. Also in der breiten Diskussion war das nie drin, weder in der Wirtschaft noch in der Wissenschaft. Und es ging eher um Planbarkeit, Berechenbarkeit, feste Regeln, alles war gut organisiert. Und Zukunft war der Ort, wo man immer mehr vom Gleichen kommen konnte. Aber irgendwann war das auch mal vorbei. Das hängt so ein bisschen auch mit der wirtschaftlichen Entwicklung zusammen. Irgendwann gab es dann die Ölkrise und da stieg so ein bisschen schon die Verunsicherung und da ging es dann los, dass sich die ersten Leute mit Strategien beschäftigten. Das war witzigerweise gleichzeitig auch die Zeit, wo dann die ersten Personalcomputer die Arbeitswelt eroberten. Die Börse entwickelte sich, also der Finanzbedarf für die neuen Technologien, der stieg. Und das Witzige ist, dass dann an der Börse eigentlich über strategische Entscheidungen gesprochen wurde, die man fällen muss. Also es wurden Firmen gekauft und verkauft und zerschlagen und Leute wurden entlassen. Und das Sinnbild dafür ist eigentlich dieser Film Wall Street mit dem Gordon Gekko als Hauptfigur, dieser Finanzhai. Und das ist leider auch kein sympathisches Bild von einem Strategen. Erst seit der Jahrtausendwende etwa, als die Dotcom-Blase platzte, gab es Leute, die sich in der New Economy mit dem Begriff der Strategie mehr beschäftigt haben. Also Sie werden das vielleicht kennen, es gibt dieses Clue Train Manifest von 1999. Und da war das erste Mal so ein bisschen die Frage, ja, wie wollen wir eigentlich im Zeitalter der Digitalisierung
mit unseren Kunden umgehen oder mit den Menschen, mit denen wir in Kontakt sind. Und da wurde ein fundamentaler Unterschied deutlich zwischen Strategie und Plan. Plan regelt einen internen Ablauf, ist also für ein geschlossenes System. Und eine Strategie ist was nach außen. Die verlangt die Auseinandersetzung mit dem Markt, mit den Kunden, mit den Wettbewerbern, aber auch mit sich selbst, also mit der eigenen Organisation. Da tauchen dann Fragen auf, wer wollen wir eigentlich sein? Was wollen wir eigentlich erreichen? Was für ein Profil haben wir? Und das passte sehr gut zu der dann aufkommenden Wissensgesellschaft sozusagen. Und dabei tritt ein alter Widerspruch hervor. Es gibt sozusagen einen Kulturkampf. Wir sind in der Industrialisierung groß geworden und jetzt gibt es aber eine neue, ja, Gesellschaftsform, würde ich schon fast sagen. Man spricht ja auch von Generation X, Y und hast du nicht gesehen? Also die jungen Leute, die ganz anders an die Sachen rangehen. Und da will ich Ihnen eigentlich Mut machen. Also jetzt ist eigentlich die beste Zeit, über Strategien zu sprechen und darüber zu diskutieren und alte Zöpfe vielleicht abzuschneiden. Früher war alles eher geordnet und man hat einen Beruf ergriffen und den 30 Jahre lang gemacht und das ist heute nicht mehr so. Also die Schnelllebigkeit der Entwicklung ist viel größer und dadurch wird man auch mehr gezwungen, nach Strategien zu fragen. Da können Sie sich schon mal dran gewöhnen. Es wird kaum mehr etwas nach Plan laufen. Es wird sehr viel Umbrüche geben, sehr viel, ja, Flexibilität ist notwendig. Was heißt das jetzt für die Strategieentwicklung? Lassen Sie sich damit nicht ewig Zeit. Das müssen keine bis ins letzte Detail ausgetüftelten Konzepte sein. Das ist so ein bisschen wie in der Softwareentwicklung. Also nach einem halben Jahr, wenn Sie da noch keinen Prototypen haben, dann ist der vielleicht schon wieder veraltet. Und das Gleiche gilt auch für die Strategie. Also nicht einmal machen und dann im Schrank verstauben lassen und auch nicht zu lange damit brauchen, sondern das sollen grobe Leitlinien sein, grober Rahmen. Und den kann man ab und zu sich immer mal wieder hervorholen und noch gucken, stimmt das eigentlich noch, unser Selbstverständnis? Sind wir da noch auf dem richtigen Weg? Vielleicht abschließend als Input, was ist denn eigentlich eine gute Strategie in dieser Zeit? Also woran erkennt man eine gute Strategie? Da würde ich mal die These in den Raum werfen, dass sie in selbstständigem Denken mündet. Also dass sie Mitarbeitenden ihren eigenen Weg machen, also ihr eigenes Denken entwickeln, also gerade keinen vorgegebenen Plan langlaufen, sondern selbstständig denken. So, das war jetzt der Input und jetzt bin ich mal gespannt auf die Diskussion. Also Frage ist, sind Sie der Meinung, brauchen wir im Zeitalter der Digitalisierung Strategien oder ist das überflüssig? Wie ist da so Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie es gerne in den Chat oder beteiligen Sie sich auch per Audio. Ja, wie das funktioniert, das kann die Birgit auch nochmal erläutern. Genau, wer sich zu Wort meldet, der hat oben das Männchensymbol, auf das er klicken kann. Dann wissen wir als Veranstalter, dass Sie eine Wortmeldung haben und können Ihnen dann das Rederecht auch geben. Ich sehe, es wird eher der Chat genutzt. Der Chat ist jetzt in die Mitte gerutscht, weil wir einen spezifischen Chat haben für jede These, einen einzelnen Chat. Oben rechts sehen Sie das Fenster des Ergebnisse aus der Diskussion, ist für uns einfach ein Fenster, wo wir wichtige Ergebnisse nochmal festhalten können, um es zu dokumentieren, worüber wir jetzt diskutieren. Ja, einige geben schon ganz fleißig ein. Also vielleicht sind Sie auch Teil einer Hochschule, die schon eine Digitalisierungsstrategie entwickelt hat. Kann ja auch sein. Also gibt es einige, die sich schon auf den Weg gemacht haben. Ein Beitrag von Norbert K. Ziele sind Teil eines Plans und müssen definiert werden. Die Wege können frei bleiben. Ja,
Völlig richtig. Also das ist schon eine relativ moderne Auffassung von ja, Strategie. Also man gibt die Ziele vor und die Wege überlässt man aber den Mitarbeitenden. Beim Plan würde ich sagen, der Plan ist noch viel, viel detaillierter, noch viel, regelt viel mehr Einzelheiten. Deswegen würde ich zum Beispiel sagen, Pläne brauchen wir heute gar nicht mehr. Danach sich zu richten, bringt uns nicht weiter in der Digitalisierung. Strategien, ja, sind vielleicht ein bisschen freier als Pläne. Jana schreibt, eine Strategie ist wichtig, sie muss dem Leitbild der Uni konform gehen. Ja, also das macht definitiv Sinn, wenn eine Strategie jetzt dem groben Leitbild widerspricht. Na gut, dann wird es spannend. Also dann kann man interessante Reibungsprozesse beobachten. Aber die völlig richtig. Ne? Wenn Ihre Hochschule ein Leitbild hat, ich glaube, die meisten haben das, die gibt es ja teilweise auch die Vorgabe von den Ministerien, ein Leitbild zu entwickeln, dann sollte die Digitalisierungsstrategie natürlich zum Leitbild passen. Also ich finde es relativ schwierig, immer für die Digitalisierung strategische Ziele zu definieren. Es gibt natürlich sowas wie Internationalisierung oder Flexibilisierung, aber oder auch natürlich Qualität der Lehre, also sowas zu verbessern. Aber das finde ich immer schwer auch umzusetzen. Also Internationalisierung ist natürlich auch messbar. Wie viele Veranstaltungen kann man international anbieten? Wie viele kann man umsetzen auf Englisch? Oder genau, dass man die verschiedenen Sprachen dann hat. Aber ich finde jetzt so im Alltag für mich als Beraterin sehe ich auch immer, wenn man jetzt ein flexibles Studium ermöglichen möchte durch Digitalisierung, ist das auch ein enormer Aufwand, bis man es tatsächlich schafft, also wir jetzt als eigentliche Präsenzhochschule, dass wir es wirklich flexibel gestalten können, diese Lehre. Wie viele Inhalte braucht man, um wirklich zu ermöglichen, dass es durchgehend ist, dass es nicht nur eine Veranstaltung ist, wo man flexibel studieren kann, sondern dass es wirklich das gesamte Studium betrifft. Und das finde ich wirklich ein dickes Brett zu bohren. Ja, definitiv. Also Jetzt das hat sich Oliver macht zu für Wort mich gemeldet. einfach mal so. Genau, dann Jetzt muss ich ihn eben finden in der. Ach, da oben hat er sich. Genau, so. Jetzt habe ich das Mikrofon aktiviert und jetzt bin ich gespannt, ob es funktioniert, dass Oliver sich auch zu Wort melden kann. Hallo Das Oliver. funktioniert. Noch nicht ganz. Es rauscht. Sie können sprechen. Okay, das scheint schon mal nicht zu funktionieren, aber vielleicht einfach noch mal ausprobieren. Wir haben auch noch Meldungen im Chat. Und zwar Rainer Jakob schreibt, das Betreten neuer Wege schließt notwendige Experimente mit ein. Ja, definitiv, unbedingt. Also, wenn man neue Wege betritt, muss man auch viel ausprobieren. Man weiß ja nicht, was einen erwartet. Man könnte die Experimente zum Teil der Strategie machen. Man könnte sagen, verpflichten die Leute, sie müssen einmal im Jahr mal was Neues ausprobieren, mal ein Experiment wagen. Kann man in eine Strategie reinschreiben. Wäre spannend. Das mit dem Oliver hat nicht geklappt, ne? Gucken wir noch mal. Wir können es nochmal probieren. Ich gebe Ihnen nochmal die Rechte. Vielleicht klappt es jetzt. Oben muss es grün leuchten. Das Symbol muss grün sein, das Mikrofonsymbol. Eben hatten Sie es, glaube ich, schon aktiviert. Vielleicht hatten Sie das falsche Mikrofon aktiv. Oder Sie schreiben kurz was in Chat, ob Sie es noch probieren möchten. Können Sie mich jetzt verstehen? Ah, gut. Tücke der Technik. Da haben wir schon wieder das Thema Digitalisierung und die technische Tücke. Und das ist, glaube ich, mein Problem, die technische Tücke bei diesem Plan. Bei uns gibt es zum Beispiel dann regelmäßig Diskussionen, wo man gar nicht mehr so sehr sieht, wo es hingeht, sondern von der technischen Basis. Zum Beispiel, dürfen Cloud-Dienste eingebunden werden oder nicht? Und was ist das Verfahren, um sicherzustellen, dass kein Wissenstransfer oder Abfluss stattfindet in Gebiete, wo wir es gar nicht hinhaben wollten.
das empfinde ich zurzeit als einen riesen Hemmschuh in dieser ganzen Digitalisierungsgeschichte, weil bei uns an der Uni sind so viele daran beteiligt und ich sag's mal so, Leute, die auch eigentlich nicht unbedingt die Ahnung haben und Überblick zu den technischen Grundlagen. Mhm. Und ja. Da denke ich, ist es wichtig, einen Plan zu haben. Mhm. Ja, vielen Dank für den Beitrag. Dem kann ich. Das betrifft so ein bisschen auch These 4, sehen wir jetzt hier nicht, aber kann ich ein bisschen erzählen dazu. Also häufig werden ja Digitalisierungsprojekte gerade von den IT-Abteilungen eingeführt und das ist eigentlich heutzutage nicht mehr der schlaue Weg, sag ich mal so. Also da kommt es sehr darauf an, wen beteiligt man und in welchem Umfang und wo ploppen eigentlich die Bedarfe auf und die man dann lösen will. Gehen wir noch auf die Sachen ein im Chat? Mhm. Ich habe noch ganz kurz, also natürlich muss die IT, ne, gerade auch was Sachen Cloud-Dienste und so weiter angeht, ist natürlich etwas, wo die IT auch für Sicherheit etc. sorgen muss. Und Sie hatten ja gerade angesprochen, dass vielleicht auch der Wissenstransfer in die falsche Richtung geht, wo man das gar nicht hinhaben möchte, dass man also dadurch, wenn man viel online bereitstellt, auch ein bisschen die Kontrolle darüber verliert, wer greift eigentlich alles darauf zu und wer nutzt es. Und da ist natürlich auch die Frage, ne, wie regelt man das, dass das auch in sicheren Gebieten ist. Wobei man auch sagen muss, dass es gute Materialien schon immer gab, auch Lernmaterialien, auch tolle Bücher und trotzdem braucht man immer noch eine Betreuung und man braucht immer noch den Dozenten oder die Dozentin, die den Lernprozess begleitet. Von daher glaube ich, wenn es jetzt nur um Dinge geht, die vielleicht auch online mal eingesehen werden können von Leuten, in deren Richtung es nicht gehen soll, ist trotzdem der Lernprozess immer noch ganz elementar auch mit der Hochschule und den Dozenten verbunden. Mhm. Markus Schmees hat noch einen Beitrag im Chat. Völlig richtig, ne? Wenn die Wege frei sind und kein festgelegter Plan existiert, dann macht man Versuch und Irrtum. Das ist auch relativ gang und gäbe, würde ich sagen, in vielen Digitalunternehmen. Also die haben so ein Credo, scheitere schnell und billig, aber lern was dabei. Also da wird ganz viel ausprobiert, dann gibt es halt einen Fehlversuch oder das Experiment schlägt fehl. Und die Frage ist, ne, wie geht man damit um? Ja, also das ist ein Thema Fehlerkultur, Fehlertoleranz. Was habe ich da für eine Einstellung dazu? Lasse ich die Leute machen oder gucke ich, dass sie bloß keine Fehler machen. Das wäre, glaube ich, nicht der richtige Weg, sondern eine gewisse Offenheit, eine gewisse positive Fehlerkultur ist heutzutage, glaube ich, das A und O, wenn man vorankommen will, gerade im Bereich Digitalisierung. Also ausprobieren, scheitern, was lernen, wieder ausprobieren, möglichst kurze Entwicklungszyklen, also iterativ, agil die Sachen weiterentwickeln. Und wichtig, nicht die Kunden vergessen, also die Endnutzer. Also für die machen wir das letztlich alles. Und die sollen irgendwie Nutzen haben. Also Thema Mehrwert können wir ja gleich noch diskutieren. Aber ja, wie geht man mit Fehlschlägen um? Auf jeden Fall sollte man die als einen positiven Zwischenschritt begreifen. Auch wenn man wahrscheinlich mal 400 Studierende irgendwie riskiert oder dass die vielleicht einmal eine schlechtere Evaluation abgeben. Ja, also zur Evaluation habe ich eine eigene Meinung, aber wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir die Zeit beachten. Mhm. Genau. Wollen wir noch auf die anderen Sachen eingehen? Machen wir jetzt eine Zusammenfassung oder gehen wir zur nächsten These? Wie ist denn so das allgemeine Empfinden? Soll ich jetzt antworten? Die anderen können nicht. Ja, machen. Das ist jetzt auch Trial and Error. Also genau, ich würde sagen, wir haben jetzt noch nichts weiter dokumentiert, ist aber auch vielleicht gar nicht so tragisch. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach weiter zur nächsten These. Okay, dann machen wir das. Also für alle anderen, die sich da jetzt im Chat beteiligt haben, das geht auf jeden Fall nicht verloren. Wir gucken dann, wie wir im Nachgang das aufbereiten.
Dann gucken wir nochmal in die Abfrage. Was war denn an Top 2? Das ja, war die Mehrwertdiskussion. Das habe ich schon so ein bisschen erwartet. Dann springen wir mal rüber. Und auch da haben wir was vorbereitet. Ja, ne? These ist also, digitale Angebote müssen einen zusätzlichen Nutzen erbringen, einen Mehrwert. Was das bedeutet, kann man vielleicht ganz gut an einem Beispiel deutlich machen. Für mich ist das immer dieses Augmented Reality. Also ich habe eine Erweiterung der bestehenden Angebote. Ich habe ein Papierdokument und wenn ich da irgendwie über einen Trigger ein digitales Element auslösen kann, das ist für mich sozusagen ein zusätzlicher Nutzen oder Mehrwert. Es wird immer so gesagt, die eingesetzten digitalen Elemente, die sollen nicht zum Selbstzweck da sein. Und da wird immer ein spannender Artikel zitiert, den habe ich hier mal mitgebracht, von dem Axel Krommer. Der Link ist da drin. Also den kann ich sehr zur Lektüre empfehlen. Zusammengefasst vertritt er dort die These, der Begriff des Mehrwerts sei unklar, irreführend, bewahrpädagogisch und letztlich überflüssig. Finde ich eine starke These, finde ich großartig. Also das kennt man ja auch zum Beispiel bei analogen Sachen, also was ich sage jetzt analog, also bei herkömmlichen Medien, Büchern oder die Tafel, die mussten ja auch nie ihren Mehrwert beweisen gegenüber dem, was davor war. Da gab es die Diskussion nicht, aber es ist schon interessant, dass es gerade jetzt bei digitalen Tools oder Medien die Diskussion aufgemacht wird. Also den Artikel unbedingt lesen. Da gibt es nur einen kleinen Haken, das ist so ein Umkehrschluss und da zitiere ich mal. Also zu der These, der Einsatz digitaler Medien darf kein Selbstzweck sein, sagt er kritisch, es gibt offensichtlich keinen ernstzunehmenden Pädagogen, der behaupten würde, der Einsatz digitaler Medien solle zum Selbstzweck sein. Doch eine These, deren Negation so absurd ist, dass sie niemand befürwortet, ist eine gehaltlose Trivialität. Auf sie kann man ohne inhaltlichen Verlust verzichten. Und da habe ich ein bisschen gestutzt. Da habe ich gedacht, Moment mal, wenn ich das Gegenteil von der These, wenn ich dem vorbehaltlos, oder nee, wie war das? Ja, genau, wenn ich die Negation inhaltslos finde, ist dann auch die Grundaussage inhaltslos. Da habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht und dachte, wie ist denn das eigentlich bei selbstfahrenden Autos? Man könnte ja jetzt sagen, selbstfahrende Autos sollen auch keinen Selbstzweck erfüllen. Also die sollen jetzt nicht leer auf der Straße rumfahren und zusätzliche Staus verursachen. Da würde eigentlich jeder vernünftige Mensch sagen, nee, die sollen schon den Zweck erfüllen, die Leute von A nach B zu bringen. So. Und dann ist mir klar geworden, das ist eigentlich, also man, nach der These von Axel Krommer wäre man jetzt kein ernstzunehmender Stauforscher, wenn man so denken würde. Und da ist mir klar geworden, es gibt ja nicht die ernstzunehmenden Pädagogen, die das sagen, sondern es gibt ganz viele technikverliebte Staubsaugervertreter, sage ich jetzt mal so, die den Hochschulen ihre digitalen Produkte andrehen wollen. Und dafür ist dieses Argument, ja, das soll jetzt kein Selbstzweck sein, finde ich schon ganz gut. Also als so ein bisschen als Schutzfunktion oder als Abwehr, dass man nicht jedem technologischen Trend hinterherrennen muss. Also deswegen dort so ein bisschen jetzt meine These, achten Sie ein bisschen darauf, womit Sie Ihr Geld verbrennen. Gucken Sie ein bisschen, ob die Digitalisierungsvorhaben, die Sie an Ihrer Hochschule umsetzen, ob die auch bei den Studierenden ankommen. Suchen Sie nach diesem Augmentation, also nach der Erweiterung. Das, glaube ich, ist sehr sinnvoll. Genau. Vielleicht ein Hinweis noch, also die Eisenbahn hat sich damals auch nicht durchgesetzt, weil sie irgendwie einen Selbstzweck hatte, sondern die brachte einen realen Vorteil. Ne? Also die alten Pferdekutschen sind in den verregneten Lehmböden immer stecken geblieben und da half es auch nicht, noch mehr Pferdekutschen auf die Wege zu bringen, sondern die Eisenbahn hatte schon einen Vorteil. Also da gucken Sie mal, wenn Sie Digitalisierungsvorhaben haben oder umsetzen,
die sollten schon einen Mehrwert haben bei den Endanwendern. Und in diesen Autos, da kann man auch prima lesen und arbeiten, muss sich nicht aufs Fahren konzentrieren. Das ist vielleicht der Input zu These Nummer 5. Und jetzt bin ich gespannt auf die Diskussion. Was meinen Sie denn? Müssen digitale Tools einen Mehrwert haben oder können wir einfach alles nutzen, was es so gibt auf dem Markt? Ja, es ist, wenn ich da mal gleich mit einsteigen darf, ist natürlich, also die Digitalisierung ist auch erstmal relativ anstrengend, auch für unsere Lehrenden an den Hochschulen, wenn die selber dort einsteigen. Das heißt, da ist es wirklich entweder man sagt, man hat wirklich einen Mehrwert, also man erreicht etwas, was man sonst vielleicht nicht erreichen könnte. Man hat sich solche Ziele definiert. Oder man ist selber so ein bisschen auch interessiert an der Technik und hat auch Spaß daran, sowas umzusetzen. Ich glaube, wenn man unsere Lehrenden dazu zu bringen, etwas zu machen, ohne dass sie wirklich einen Nutzen daran sehen oder einen Vorteil, wenn sie das machen, das ist sehr, sehr schwer. Von daher glaube ich schon, dass dieser Mehrwert essentiell ist, auch für die, zumindest wenn es um den Einsatz digitaler Medien an den Hochschulen geht, also wenn man es auf breitere Füße stellen möchte. Das würde ich auch unterstreichen. Also es steht und fällt eigentlich mit der Begeisterung des Einzelnen. Also der oder diejenige, die das anwendet, muss davon überzeugt sein. Und da, wenn es keinen Nutzen bietet, dann sind die Leute nicht davon überzeugt. Mhm. Dann, bei ganz vielen Tools oder ganz vielen Szenarien ist es auch erstmal ein Mehraufwand. Die Diskussion hat man immer zum Beispiel beim Inverted Classroom. Modell. Es gibt immer einige, die das ganz toll finden und anpreisen und sagen und machen Sie das und es hat auch wirklich Vorteile, aber es hat so eine Schwelle, die man erstmal überwinden muss und dafür muss man bereit sein und da muss man irgendwie einen Nutzen darin sehen, sonst würde man das nicht tun. Norbert K. schreibt, Anytime, Anywhere ist ein echter Fortschritt. Ja, natürlich, also das ist sozusagen das A und O an der Digitalisierung. Ich kann von überall auf die Inhalte zugreifen. Machen wir jetzt ja genauso. Ne? Wir sind alle an unterschiedlichen Orten, aber können trotzdem eine Diskussion führen. Das war vor den Zeiten des Internets sehr schwierig möglich. Also. Genau, das stimmt. Das muss man auch öfter mal den Lehrenden erklären, dass das natürlich auch für sie bedeutet, dass sie vielleicht mal die ein oder anderen Präsenzzeit, also es soll ja, wir zum Beispiel wollen, ich bin an der Hochschule für angewandte Wissenschaften, Kunst in Hildesheim, wir wollen auf alle Fälle Präsenzhochschule bleiben, die Lehrenden sollen hierher kommen und die Studierenden sollen hierher kommen, aber es gibt eben doch mal vielleicht den einen oder anderen Tag, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger ist mit der Anreise und dass man das dann auch mal ersetzen könnte. Also Flexibilität auch in der Lehre, nicht nur beim Lernen. Ja, ganz genau. Also deswegen sagen wir im Verbund eCult ja auch nicht, stellen Sie alles um auf E-Learning oder virtuelle Lehre, sondern es geht um die Unterstützung der Präsenzlehre durch digitale Tools. Und das ist eben diese Anreicherung, diese Augmentation, also die zum Beispiel Einbindung eines Experten in eine Lehrveranstaltung. Ich kann mit der heutigen Technik jemanden aus den USA oder aus Asien dazuschalten per Videokonferenz und den dort zu Wort kommen lassen. Und das ist meines Erachtens ein deutlicher Mehrwert also für die Studierenden auch. Die können vielleicht dann direkt auch Fragen stellen an den Experten. Und das sind so die Sachen, die man, glaube ich, im Bereich E-Learning den Leuten sehr stark vermitteln muss. Also wo liegt der konkrete Nutzen? Wenn das zu versteckt ist, glaube ich nicht, dass die Bereitschaft groß ist, die Sachen umzusetzen. Ja, Harald schreibt, experimentieren, das ist immer wichtig, denn sonst findet man das nicht raus. Ganz klar. Also der Mehrwert erschließt sich manchmal erst, wenn man es gemacht hat. S. Helmke schreibt noch, Digitalisierung ist ja da, wir müssen damit umgehen. Umgang mit eigenen Daten in sozialen Medien, genau. Also man kann es nicht wegdenken. Also das
finde ich auch sehr interessant, die Frage, also warum diskutieren wir das eigentlich noch? Ne? Muss das einen Mehrwert bringen oder nicht? Es ist einfach da. Wir müssen irgendwie einen Umgang damit finden, mit all den Vor- und Nachteilen. Und ja, vielleicht ist es dann doch überflüssig. Das finde ich auch, es ist da, und das ist ja auch so diese Tendenz, vielleicht auch einfach zu sagen, wie wollen wir an unserer Hochschule mit der Digitalisierung umgehen? Heißt es vielleicht auch einfach, dass wir den Weg der modernen Lehre oder dass wir moderne Lehre anbieten wollen? Das ist ja auch mal so ein Ziel, was man haben kann, weil die digitalen Medien sind einfach da und die Quellen sind da. Ist aber kein strategisches Ziel letztendlich. Von daher ist das immer so ein bisschen, deshalb komme ich gerade nochmal wieder auf diese Strategie, auf diesen Strategiegedanken auch nochmal zurück. Ja, also per se einen Mehrwert kann man nicht mit einer Strategie festlegen, sozusagen. Da bin ich auch eher bei Herr oder Frau Helmke, bei Harald, das muss man rausfinden durch Experimente. Und Rainer Jakob schreibt noch, das hängt so ein bisschen natürlich vom Vergleich ab. Also was nehme ich als Maßstab? Habe ich jetzt ein Hörsaal mit Vorlesungsaufzeichnung oder ohne? Was ist da der Mehrwert? Was ist der zusätzliche Kanal vielleicht für die Studierenden, den sie nutzen können? Da finde ich, muss man immer sehr genau gucken. Also da gibt es auch kein Patentrezept oder so, dass man per se sagen kann, alle eingesetzten E-Learning-Tools sind per se super, sondern man muss wirklich von Fall zu Fall gucken und differenzieren, wofür wende ich das jetzt an, welches Einsatzszenario habe ich und was will ich damit eigentlich verbessern. Also da wird meines Erachtens auch noch ein bisschen zu wenig nach den Studierenden geguckt. Also was denen eigentlich hilft beim Lernen. Manchmal hat man das so, dass Leute so überzeugt sind von ihrer Vortragsart und das dann so durchziehen und dann gar nicht so die Rolle spielt, ist das jetzt für die Studierenden eigentlich gewinnbringend. Aber dafür haben wir auch noch andere Thesen. Ich würde sagen, an der Stelle gehen wir wieder zurück, oder? Zu der Abfrage? Mhm, genau. Okay. Aber vielen Dank schon mal für die tollen Beiträge in diesem Bereich. So, was hatten wir denn noch? Wir haben jetzt Strategie Mehrwert 15, die Nummer 2. Ha, die kulturelle Revolution. Sehr schön, da freue ich mich. Das war nämlich auch eine meiner Lieblingsthesen. Ja, das ist so eine spannende Sache. Ne? Bei Digitalisierung, da denkt man ja zuerst immer an die Technik. Ne? Dann gibt es so Projekte und dann heißt es so, wir führen jetzt dieses oder jene Tool ein, und um die Lehre moderner zu machen, Qualität zu erhöhen und so weiter. Und dann hört man immer diesen einen Satz, ja, wir müssen die Menschen mitnehmen. Das muss man immer so im Kopf behalten, wir müssen die Menschen mitnehmen. Und dann wird ein Change ins Leben gerufen und dann sagt man, wir müssen jetzt in allen Seminarräumen interaktive Whiteboards anbringen. Und dann gibt es Schulungen dazu und wie man die Dinger benutzt und so weiter und so fort. Und dann wundert man sich, warum in diesen Schulungen nur eine Handvoll von Lehrenden sitzt, egal ob das jetzt Mediendidaktik oder Hochschuldidaktik oder E-Learning Center heißt, wer die Schulung anbietet. Und da ist die Frage, warum ist das so? Warum sitzen da so wenig Leute? Da ist meines Erachtens liegt dem so ein verdrehtes Verständnis des Entwicklungsweges von Digitalisierung zugrunde. Also wenn man so rumfragt, was ist Treiber der Digitalisierung, da sagen 80% oder mehr, das ist die Technologie. Technologie ist ja Treiber. Aber wenn Sie an die Studierenden denken oder an die Lehrenden, dann ist in erster Linie immer ein Bildungsanliegen da. Also Professor Kerres von der Uni Duisburg, der sagt, hat es mal ganz schön auf den Punkt gebracht. Der sagt, wir müssen uns die Frage stellen, welches konkrete Bildungsanliegen wollen wir denn jetzt hier lösen? Und da ist die Technologie nicht an erster Stelle, sondern das kann auch mit anderen Medien oder mit einem persönlichen Gespräch oder einem Coaching stattfinden. Und das ist so ein bisschen für mich die zentrale Fragestellung in diesen Zeiten jetzt, in der Digitalisierung. Also
durch die Art und Weise, wie sich die Gesellschaft verändert, ne? Wir haben jetzt eben nicht mehr Industrialisierung, sondern wir haben eine Wissensgesellschaft. Wir arbeiten zu 90% mit Informationen. Es ist ganz viel Vernetzung und Austausch. Und da ist, kommt eigentlich das Menschliche wieder zurück in den Kern. Und deswegen würde ich sagen, wir müssen die Menschen nicht mitnehmen. Das ist so ein falsche, da steckt so eine falsche Vorstellung dahinter, wie so eine Art passive Konsumentenrolle. Wir sind nicht Getriebene der Digitalisierung, sondern wir, wir gestalten das aktiv mit. Und der Treiber des Wandels sind die Menschen und ihre Bedürfnisse. Und das, glaube ich, da müssen wir noch viel stärker hingucken, was wollen die Leute eigentlich haben, was brauchen die? Nicht, nicht das, was, was können wir anbieten, wo sind wir ganz gut drin, sondern was wollen unsere Kunden, sage ich jetzt mal, also unsere Studierenden haben. Vielleicht noch ein Beispiel. Erinnern Sie sich noch an die Zeiten vor LMS und PDF? Da gab es solche Kopierer und da stand man dann stundenlang davor und die Kopierkarte war nicht aufgeladen oder das Buch, was man kopieren wollte, war gerade vergriffen oder die Seite war rausgerissen oder es regnet in Strömen und man hat keine Tasche, um die Blätter zu transportieren. Wäre es da nicht schön, wenn man das Buch von zu Hause aus lesen könnte, wenn es in digitaler Form vorliegen würde? Und das ist sozusagen ein menschliches Bedürfnis und das ist zuerst da. Und erst danach kommt die Technik. Also wir sind nicht in Weltraum geflogen, weil wir die Technik hatten, sondern weil zuerst der Wunsch da war. Mensch, lass uns doch mal gucken, was da oben auf dem Mond und dann geht's los. Also Digitalisierung ist keine technische Revolution, sondern eine kulturelle Revolution. Es geht um die Menschen, um die Leute und deren Bedürfnisse. Sie kennen wahrscheinlich Henry Ford, ne, der eigentlich so, den, ja nicht der Vater der Industrialisierung, kann man nicht sagen, aber der, der so ein bisschen die ganzen Abläufe da strukturiert hat und das Fließband entwickelt hat oder erfunden hat. Und von dem stammt der schöne Ausspruch, Sie können das Ford-T-Modell in jeder Farbe haben, Hauptsache sie ist schwarz. Und heute schmunzeln wir darüber, weil für uns heute ist das selbstverständlich, dass wir unser Auto in einer bestimmten Farbe aussuchen können. Das heißt, was Digitalisierung ausmacht, ist die, das Entgegenkommen zu individuellen Bedürfnissen. Also wir haben erstmalig eigentlich in der Geschichte die Chance zu differenzieren. Der eine Kunde möchte rotes Auto, der andere ein schwarzes Auto. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Bildung an den Hochschulen. Also meine These ist, Ihre Digitalisierungsbemühungen an den Hochschulen werden dann erfolgreich sein, wenn sie individualisiert sind, wenn sie anpassbar sind und wenn sie sich einfügen in das Lebensumfeld der Endnutzer. Da sollten Sie ein Augenmerk drauf haben. Also dieses One size fits for all, das wird nicht mehr funktionieren. Es geht um Anpassbarkeit, also dieses Customizing, dass ich meine eigene Lernplattform oder mein Profil so gestalten will, wie es mir persönlich hilft beim Lernprozess. Und da glaube ich, liegt eine große Chance drin. Also Hochschulen sind da teilweise gar nicht so schlecht aufgestellt, was zumindest so den Kundenkontakt betrifft. Ich sage jetzt immer Kunde, ne? Da können wir auch drüber diskutieren, ob das okay ist im öffentlichen Sektor. Aber das, davon mal abgesehen, die Universitäten und Hochschulen, die haben schon den Kontakt da. Also die Studierenden tummeln sich auf den Lernplattformen. Man hat eigentlich gewisse Daten, die man auswerten könnte. Und da individuelle Sachen anzubieten, das, glaube ich, wäre sehr erfolgsversprechend. Ja. Das vielleicht als Input, ne? Also wir haben keine technische Revolution. Rennen Sie nicht jedem technischen Trend hinterher, sondern gucken Sie auf die Menschen, auf die Bedürfnisse. Was brauchen die? Was wollen die? Und da bin ich jetzt nochmal schnell beim Thema Evaluation. Machen Sie keine Kundenbefragung, machen Sie keine Evaluation. Das, was die Leute sagen, ist nicht so aussagekräftig wie das, was die Leute tun. Also machen Sie
Workshops mit Studierenden oder beobachten Sie deren Verhalten. Machen Sie einen anderen Lernraum auf, einfach einen Working Space oder Makerspace und gucken Sie, was die Studierenden da machen, wie die lernen. Das ist sehr viel aufschlussreicher, als eine Umfrage zu machen, weil da gibt es Effekte sozialer Erwünschtheit und natürlich will ich meinen Professor nicht in die Pfanne hauen, weil der vergibt meine Note. Also Lehrevaluation, da könnten wir ein eigenes Webinar dazu machen. Aber das vielleicht erstmal als Input. Was ist denn Ihre Meinung? Digitalisierung, ist das eine technische Sache oder eine kulturelle Sache? Ich ergreife nochmal gleich das erste Wort, weil es treibt mich natürlich auch oft um, kommen wir von der technischen Seite oder kommen wir von der didaktischen Seite? Ne? Was ist der didaktische Bedarf in der Lehre? Ich finde, es geht aber nicht, das eine geht nicht ohne das andere. Letztendlich habe ich früher auch nicht gewusst, dass ich unbedingt ein Smartphone brauche. Und ich könnte es mir heute nicht mehr vorstellen, ohne Smartphone zu sein. Aber früher wusste ich gar nicht, dass ich dieses Bedürfnis habe. Und von daher ist es ja auch mal so die Sache, das Bedürfnis muss irgendwie geweckt werden. Also wird auch häufig erst geweckt durch die Technologie, die da ist. Ne? Erst dann, wenn man weiß, was kann man denn damit tun, denke ich auch, oh okay, das ist vielleicht doch sinnvoll. Also manchmal ist es doch auch gut, von der technischen Seite zu kommen, um überhaupt zu sagen, das und das ist eigentlich auch möglich. Ob ich jetzt vorher da ein Problem hatte oder nicht, vielleicht ist es einfach nur toll. Na, also. Da möchte ich dir jetzt widersprechen, damit wir ein bisschen Diskussion reinkriegen. Also was vorher nicht da war, war das Device, das ist richtig. Und heutzutage, das sagt man ganz häufig, ne? Ich kann mir ein Leben ohne Handy nicht mehr vorstellen. Das stimmt aber nicht. Also es ist nicht das Device, sondern das Bedürfnis. Man kann sich das Leben ohne dieses Bedürfnis nicht mehr vorstellen. Ob das jetzt durch ein Handy oder durch irgendein anderes Gerät oder Tool oder Prozess oder Verfahren befriedigt wird, dieses Bedürfnis, das ist eine ganz andere Frage. Also ich würde wirklich sagen, an erster Stelle kommen die Wünsche und die Bedürfnisse und dann guckt man, wie kann man das lösen. Das muss nicht mal Technik sein, das kann auch ja, was Zwischenmenschliches sein, ein Freund, der einem hilft oder so beim Möbel tragen. Ne? Also ich glaube, wir leben so in Zeiten, wo wir ganz viel, weil die Dinger eben so um uns herum sind, so ein bisschen ganz viel das sehen, ja, das ist ganz sinnvoll und nützlich und gar nicht mehr auf die Idee kommen, Mensch, das könnte man vielleicht auch anders lösen, ohne so ein Gerät. Aber wir gucken mal in den Chat rein, da gibt es auch ein paar Wortmeldungen. Harald schreibt, immer noch ein bisschen beim Mehrwert, ne? Wenn der sichtbar ist, kommt die Akzeptanz von alleine. Jein, also auch, ja, aber das ist immer sehr subjektiv. Ne? Also der eine mag das als sehr sinnvoll empfinden, der andere, für den ist der Mehrwert gar nicht so sichtbar. Und ich bin auch der Meinung, Akzeptanz kommt nicht von alleine. Man hat gerade bei so Einführung von neuen Sachen, bei Change-Prozessen hat man ganz große Widerstände. Da kommen immer die berühmten Worte, das haben wir ja noch nie so gemacht und so. Also auf die Akzeptanz von alleine zu warten, schwierig. Also das muss dann schon etwas sein, was wirklich ganz großartig ist, wo alle sofort erkennen, oh ja, das will ich auch haben. Wie zum Beispiel bei der Eisenbahn. Norbert K. schreibt, die Digitalisierung hinterfragt in bestimmten Kontexten auch das traditionelle Machtverhältnis. Oh ja, oh ja. Das Rollenverhältnis oder das Rollenverständnis, was sich ändert. Das hatte ich auch eine These, aber egal. Das ist, glaube ich auch, dass sich das ändern wird. Also ich hatte hier mal in Oldenburg eine Veranstaltung, das kann ich vielleicht noch schnell erzählen, die Anekdote, von einer Studierenden, die hat ihre Abschlussarbeit geschrieben über genau dieses Thema. Also was erwarten Studierende eigentlich von Lehrenden? Und da kam genau das raus, sie erwarten nicht mehr diese Wissensvermittlung, sondern mehr so diese Lernbegleitung, das Coaching und so weiter. Und das Witzige war, als die fertig war mit ihrem Vortrag, ist die sowas von kritisiert worden von den anwesenden
Vertreterinnen und Vertretern der Lehre, dass ich dachte, okay, Treffer versenkt. Also das war sehr interessant, wie diese zwei Welten da aufeinander geprallt sind. Das eine, ne, die jungen Leute, die bestimmte Erwartungen haben, und die anderen sagen, ne, Moment mal, aber ich bin doch hier Professor XY und ich habe doch die Ahnung und bin hier der Wissensvermittler. Da werden wir noch ein paar Kulturkämpfe auszufechten haben, glaube ich. So, Birgit, ich gucke auf die Uhr. Ich bin total erschrocken, dass wir nur 3 Thesen geschafft haben. Wie siehst du das? Ja, ich glaube auch, wir sollten tatsächlich in Abschluss gehen und ich würde sie tatsächlich...